Hi, rat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 a. Erinnert mich irgendwie an ein Lied. Sag mal, jetzt ist aber gut hier. Ich habe das falsche Parfüm drauf, irgendwie, glaube ich. Er ist wieder unten. Jetzt ist er wieder oben. Ja, das muss schon echt frustig sein, das Leben als Alien. Weißt du, der hat hier so viele Menschen, die er vermampfen kann. Ja, jetzt tut er wieder so, als wenn er... Ja, haha. Aber nein, er will mich... Ist nicht so, dass ich mich dadurch jetzt irgendwie besonders geehrt fühlen würde, nein. Wie ich schon sagte, er ist nicht sehr wählerisch. Der steckt seine Zähne auch überall rein. Okay. Das ist aber jetzt gerade... Ach, das ist von dem Kamerafeed. Doch, ich mache mir jetzt natürlich meinen Buschtrigger nicht an. Und wieder rein. Jetzt kann er aber langsam abdüsen. Jetzt hängt er da oben. Und überlegt. Man kann es wirklich hören. Wie die drei Hirnzellen da oben miteinander reden. Er bewegt sich einfach nicht. Der wartet darauf, dass ich jetzt rauskomme. Den Gefallen tue ich ihm aber nicht. Florian, ey, ich bin so froh, dass mein Gehirn selektiv verdrängt bei solchen Sachen. Bei Spielen und bei Büchern und auch bei Filmen. Damit ich da ein weiteres Mal oder auch viele weitere Male nochmal Spaß dran haben kann. Wenn du jetzt sagst, wie es weitergeht. Ja, ich finde es lustiger so. Besonders hier dieses Diagramm. Was auch immer da sein soll. Die Sau, der tut jetzt, der bewegt sich jetzt nicht. Verzeih's. So. Karte. Scheiße. Scheiße, ich bin doof, 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 ich bin doof. Schnell rein. Kacke, kacke. Das war eins deiner Facehugger-Babys. Ich weiß nicht. Du hässliches Ding, du solltest keine Kinder haben. Verdammte Axt, ey. Wie, ratata, Dumbledore stirbt? Was? Wie? Was? Was? Jetzt verwirrt ihr beide mich gerade. Hey, Chazelle, altes Haus, guten Morgen. Wohin geht mein guten Morgen? Geht's gerade über See? Okay, ich glaube so langsam... Wieso geht denn der Alarm nicht mehr weg? Ach ja, ja okay, dann geht's über See. Du bist drüben. Sag mal, kann ich dich mal um einen Gefallen bitten? Aber da schreibe ich dir dann nochmal eine PN auf Twitter. Du bist doch jetzt gerade in den USA, oder? Komm, jetzt kommt er gleich hier wieder runter. Der Alarm geht überhaupt nicht mehr aus. Das ist natürlich nicht gut für mich. So komme ich nicht mehr raus hier. Ja... Könnte der Alarm mal ausgehen? Boah, furchtbar. Weil dann hätte ich dich gerne gefragt, ob du willens wärst, mir aus den USA eine Postkarte zu schicken. Jetzt verwirrt ihr mich wirklich restlos. Dumbledore? Jetzt kommt ihr was mit Republik? Jawohl, Pedig, der Schrank ist mein Freund, weil jetzt gerade der Alarm nicht mehr ausgeht. Schranksimulator 2016, ich fürchte ja. Ach, wenn der Alarm eh schon an ist, vielleicht ist das Alien ja jetzt desensibilisiert.
War da gerade Sabber? Ach, jetzt ist der Alarm aus. Sag mal, willst du mich verarschen? Nein. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Jetzt habe ich endlich die Kamera aus und ich bin tot. Wer ist eine Klimaanlage? Meine? Ich finde das alles so, wie es gerade ist, sehr gut. Ganz bombastisch. Genau, Outlast, Bettsimulator. Da kommt er gleich runter, oder? Lalalala, war da was? Ich brauche einen Speicherpunkt. Ich höre einen. Nur nicht hier. Ah, da ist eine Klammer zum Öffnen. Da hat ein Alien irgendjemanden reingezogen. Ist hier ein Vent in dem Raum? Ja. Ich gehe mal kurz. Unterm Tisch. Das ist nicht im Schrank. Und auch nicht im Spind. Das ist unterm Tisch. Nein. Florian. Licht ist böse. Ich will nicht ins Licht. Jetzt tut er wieder so. Ja, so hat sich das da unten bewegt. Als wenn er weg wäre. Das ist eine kleine Miserate, ist das. Sag mal, Fedik, wann habe ich gesagt, dass ich das nächste Mal, wenn ich sterbe, den Stream beende? Und jetzt geht hier wieder nichts. Irgendwie bin ich hier, glaube ich, nicht richtig. Das ist ja so dezent leise. Aber hier stimmt das A wenigstens. Ach so. So, ich gehe jetzt nochmal runter. Und speichere nochmal. Nur so. Gefahr ist nah, ich weiß es doch. Ist es mal dasselbe. Unterm Tisch Verstecksimulator. Ihr seid doof. Ja, ich bin knallhart. Jawohl. Ich bin die Härte. War ich hier schon? Ach, verdammt. Ich habe zu wenig Taschenlampenbatterien verbraucht, merke ich gerade. Jawohl. Ripley is badass. Mama und Tochter, alle beide. So, muss ich jetzt wieder hoch? Mann, oh, meine Nase juckt heute. Das ist. Ich bin hier oben bestimmt falsch, oder? Oder ich muss in den Vent. Ich mache volle Kanne Krach, aber da will ich eigentlich nicht rein. Da ist. Ist ja alles voller Blut. Ist ja nicht gut. Kann ich mir nicht vorstellen. Nicht. Um nicht zu sagen, nicht. Oh. Hi. Warte, für deine Ausweiskarte bin ich jetzt hier rein? Ach so. Ah, deshalb. Mhm. Die Taschenlampe auf. Mache ich gleich. Klettern, okay. Merkwürdig. Sie sollten nicht hier sein.
Verdammte Axt, ich bin ja wieder hier. Das ist keine Antwort. Verdammt. Hallo? Verstecken. Ich weiß mir nicht anders zu helfen. Das Kamerafeed ist ja aus. Ey, der hat mich getreten. Sag mal, bist du bescheuert? Ach so. Der hat mich getreten, volle Kanne. Kletter rein! Bitte, bitte kletter rein! Kletter doch endlich rein! Du Arsch, geh weg. Geh einfach weg. Boah, geht der mir gerade auf den Sack. Den Bolzen? Den Bolzen? Ich habe keinen Bolzen. Ich habe nicht mal eine EMP. Ja, echt, der tritt mir einfach vor den Kopf. Was will das Spiel mir damit eigentlich sagen? Hilft die Rohrbombe gegen den? Kommt das Alien dann hier rein? Huh, seit wann ist denn da ein Kamerafeed? Also hier ist doch kein Zugang, oder? Also dürfte das Alien hier doch gar nicht rein können. Boah, ich werde gerade wahnsinnig. Ja, das weiß ich ja, Florian. Aber ich habe weder EMP noch Bolzen. Bolzen kommt hier, glaube ich, erst viel später. Wo ist er denn? Okay, ich glaube, die akute Gefahr ist vorbei. Verdammte Axt. Ich bin so pazifistisch. Mensch. Außerdem muss ich auf meinen Vorrat an Flammenwerfergedöns aufpassen. Dammit. Nein. Das bitte. So, ich muss immer noch die Sachen da aktivieren. Okay. Wenn jetzt er gleich durch die Tür kommt und mich sieht und an, dann war es das. Dann ist das dann. Puh. Dann bin ich fertig. Ich möchte der König der Piraten werden. Ichigo Kurosaki. Fairy Tail ist so ein toller Anime. Yeah, warum wollt ihr mich eigentlich alle verwirren? Wir kriechen jetzt hier von Tisch zu Tisch. Boah, ich habe Kohldampf. Kann denn keiner von euch jetzt mal eben Schokolade vorbeibringen? Hätte ich denn noch mal da in den Vent gemusst? Nee. Doch. Würde mein Sohn jetzt sagen? Ah, darf nicht jeder rein, oder wie? So, jetzt aber. Kriechen wir halt nochmal durch. Kein Problem. Machen wir. Im Ruhrpott. Im wundervollen Ruhrpott. So. Leuchtfackeln. Wer braucht Leuchtfackeln? Soll ich rein? Ach, deshalb. Ach so. Sag das doch gleich. Muss ich jetzt doch hier diese komischen Dinge machen, an die meine ich mich noch erinnern zu können. Speichern wir halt nochmal ab.
Kein Problem. Och Mann, PDK hätte ja klappen können. Debit. Es muss doch eine Chance geben, einen Schokoladenbringdienst irgendwie zu finden. Ich muss in die Mitte. Hier ist bestimmt kein Strom. As I thought. Na gut, gespeichert ist. Alles, was jetzt ist, Zugabe. Ich werde jetzt sowieso sterben. Energiefluss ist okay. Von daher ist egal. Initialisierung. War da nicht ein Terminal? Muss ich da dran? Leistungs... What? Ich habe irgendwas übersehen. Mich deucht, ich habe etwas übersehen. Hier ist kein Schalter, gell? Schittendreck. Andere Seite. Ich habe geguckt, Florian. Alle Seiten habe ich geguckt. Sei denn, du sagst mir, habe ich nicht... Damit. Oh, das nehme ich natürlich gerne mit. Ja, jetzt bin ich langsam echt überfragt. Oh. Okay, und auf. So, jetzt ganz schnell erstmal... Erstmal hier unter den Tisch, ne? Unter den Tisch ist wie wenn er jetzt rauskrabbelt und sieht... Ah, guck mal, ich komme aus dem Vent und krabbel direkt unter den Tisch. Yummy, yummy, yummy. Ja, Florian, aber du hast ja jetzt gesehen, mir fehlte noch diese eine verschöne Hebel. Jetzt kann ich nach unten gehen und glaube ich, dass alles unten... Ne? Ja. Jetzt kann ich nach unten gehen. Wenn denn, 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 ach, Wein oder Schokolade, irgendwas in der Richtung. Ach ne, hier wollte ich doch gar nicht hin, ne? Aber da war noch ein Raum, wo ich noch nicht war. Und hier konnte ich noch nicht alles looten. Und überhaupt, du hast nicht gesehen. Und oh, da. Ja, das war richtig. Geh unter Tisch, geh unter Tisch, geh unter Tisch. Oh, sah die Waldfee. Habe ich den Elefant doch schon wieder gehört? Ach so, Florian, willst du mir damit beipulen? Du hast ja voll profimäßig gespielt. Hm? 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 Na? Na? Außerdem bin ich kein Profi. Ich bin Queen of Noobs. Oh. Das weißt du doch. Ah, da hinten ist ein Terminal. Da ist bestimmt... Okay, da ist bestimmt... ein Code hinterlegt. Sehr gut. So, was bist du für ein Arsch? Du bist doch gerade erst abgehauen. Ich sag heute verdammt oft Arsch. Es tut mir leid. Du hast so ein schönes Schwänzchen und deine Zacken glänzen im Mondenschein. Nein. Arsch! Loch. Okay. Ich bleib dabei. Mein Wort ist mein Wort. Gegeben ist gegeben. Das ist das Ende vom Stream. Die Sau. Mann. Also in letzter Zeit saß ich ja gar nicht mehr so oft unterm Tisch. Muss ich ja jetzt mal der Ehrlichkeit halber so ein bisschen, ne? Verdammte Axt. Aber immerhin, ich bin jetzt deutlich weitergekommen als geplant.
Ich glaube, ich wollte schon vor 1,5 Stunden die Flinte ins Korn werfen, gell, Pedig? Ja. Ist echt blöd. Sag mal, Florian, bei diesen, boah, bevor man nochmal in die Lobby muss, bei diesen komischen stehenden Geräten, wo da die ganzen Kabel angeschlossen sind, da sagte der immer, ich soll rechte und linke Maustaste drücken und dann A. Dann hat er ja diesen Schraubendreher angesetzt und sollte den drehen. Hat bei mir nie funktioniert. Immer A gedrückt, wollte nicht. Alles Mögliche gedrückt, wollte nicht. Und wenn ich dann losgelassen habe, dann stand ich immer irgendwie total schräg in der Gegend rum und musste dann Q drücken, um da wieder rauszukommen. Hattest du auch das Problem, dass du manchmal vom Spiel eine falsche Taste zugewiesen bekommen hast? Pedig, danke schön, dass du so ausdauernd dabei warst und hier und da auch geholfen hast. Hat viel Spaß gemacht mit dir. Ich würde mich sehr freuen, wenn du wieder dabei bist das nächste Mal. Schlaf gut und träum fein. Und ich werde auf deine Seele sehr gut aufpassen. Sie kommt in meinen ganz persönlichen Höllenpool und wird nur von auserlesenen Folterinstrumenten gepeinigt werden. Das nenne ich Service am Mann. Jawohl. Gute Nacht. Ja, weil ich hatte, Pedig war vorhin nämlich dabei. Ich glaube, das war kurz bevor er zwischendurch weg war. Und er sagte immer, Mensch, drück dies, drück das und beide Maustasten und dann A und ich habe gemacht und getan. Und er sagte auch immer A, A, A. Irgendwann, als ich echt schon den Papp auf hatte und eigentlich nur noch aufhören wollte, habe ich aus Versehen mal D gedrückt. Und D war die richtige Taste. Und das ist mir auch bei Tomb Raider schon aufgefallen, als ich da in dieser komischen Eisgrotte tauchen musste, schnell tauchen musste, dass das Spiel mir ständig sagte, drück E, und E war die total falsche Taste. Und du konntest ja nicht nachgucken, weil das nirgendwo bei den Optionen, bei der Steuerung stand. Und dann musste ich ja erst bei YouTube, bei anderen YouTubern gucken und suchen erstmal, dass einer das auf PC gespielt hat, damit mir dann da die richtige Taste angezeigt wird. Also es ist echt zum Kotzen. Ich habe keine PS4. Pö, Mann. Ich bin nun mal WASD-Spielerin. Der ersten Stunde und das bleibt so. Wobei ich im Moment sagen muss, Mortal Kombat 10 XL an der Xbox One kann auch was. Aber für solche Spiele. Ja, da frage ich mich gerade, ob das ein PC-Problem ist, dass da manchmal die falschen Tasten hinterlegt sind. Komisch, das komisch, komisch, komisch. Naja, aber ich bin doch relativ weit gekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich zwischenzeitlich habe ich echt gedacht, ich hätte den Spielstand irgendwie kaputt gemacht, zumal ich auch diesen Soundbug total oft habe. Das nervt ganz schön ab, als wenn ich in so einer Werkzeugkiste hocken und rumkruscheln würde. Ja, Sir Donny, im Übrigen, das geht jetzt an dich. Ich wäre normalerweise viel, viel weiter, wenn die Technik mir nicht das Leben schwer gemacht hätte. Komm, gib's doch zu. Du hast mir irgendwie durch einen deiner Kommentare ein Virus eingeschleust, damit ich nicht mehr so schnell vorankomme. Ah, trau schau keinem, ne? Nichtsdestotrotz, ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuschauen. Hat Spaß gemacht und Gott sei Dank bin ich ja jetzt doch relativ weit gekommen. Aber jetzt bin ich auch durch. Jetzt brauche ich erstmal ganz dringend Kohlenhydrate. Nein, ein bisschen Schoki jetzt noch und dann geht es schon Richtung Heimat. Es ist schwer nach so einem stressigen, aufreibenden Stream runterzukommen. Es ist auch schwer, Tschüss zu sagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es hilft nichts. Florian, wir schreiben uns zur Not in WhatsApp. Und in diesem Sinne würde ich sagen, Ripley meldet sich ab. Stream ist zu Ende. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß oder werdet noch Spaß haben, wenn ihr es im Off anschaut. Bis demnächst
Eure Lademonia. Ciao, ciao.